Und während das passiert, schauen wir schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es nämlich um einen höchst umstrittenen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts, sprich das Urheberrecht soll an die Anwendung im Internet angepasst werden. Also wenn Bilder, Texte oder Videos im Internet auf Plattformen hochgeladen werden, zum Beispiel auf Facebook, auf TikTok oder Instagram, dann soll jetzt mehr Klarheit darüber herrschen, wer bei Verstößen verantwortlich ist und was eben wie hochgeladen werden kann. Und zwar sollen eben die Kreativen und die Verwerter fairer an den Gewinnen der Plattform beteiligt werden, also dass nicht nur YouTube oder Facebook davon profitieren, wenn so etwas hochgeladen wird. Und da gibt es viel Kritik daran, denn man befürchtet, dass die Plattformen im Zweifel lieber mehr Inhalte löschen, als sie zuzulassen und dann eben in Gefahr laufen, dafür eine Strafe zu zahlen. Das heißt Overblocking, also dass man eher Upload-Filter etwas strenger einstellt, als möglicherweise dann eine Strafe zahlen zu müssen. Das wird also jetzt hier wahrscheinlich auch mit den verschiedenen für und wieder diskutiert. Die FDP-Fraktion und die Linksfraktion haben ja auch Anträge eingereicht, indem sie sich zum Beispiel mit digitalen Büchern beschäftigen, wie die von öffentlichen Bibliotheken ausgeliehen werden können. Und der erste Redner, den haben wir eben schon im Bild gesehen, sehen wir jetzt auch wieder. Das ist Johannes Fechner, der Sprecher für Recht und Verbraucherschutz der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit diesem Gesetz machen wir das Urheberrecht fit für das digitale Zeitalter. Und um es gleich eingangs vorwegzunehmen, uns ist ein guter Ausgleich gelungen zwischen den Interessen der einzelnen Akteure, zwischen den Rechteinhaber, den Kreativen, aber auch den Internetnutzerinnen und Internetnutzern. Wir sichern die Meinungsfreiheit und zugleich sichern wir faire Vergütungen für die Künstlerinnen und Künstler. Also ein gutes Gesetz, was uns hier gelungen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir verbessern die Position der Künstler ganz erheblich. Sie haben zukünftig einen verbesserten Auskunftsanspruch gegenüber Plattformen und Streamingdiensten. Sie können so die Nutzungszahlen ihrer Werke und die daraus gezogenen Erträge mitgeteilt bekommen. Das schafft Transparenz und das ist die Voraussetzung dafür, dass faire Vergütungen, angemessene Vergütungen verlangt werden können. Und die Verwertungsgesellschaften, die bekommen ebenfalls einen Auskunftsanspruch gegenüber den Plattformen, sodass auch die Nutzung von Inhalten auf YouTube und Co. in die Verteilung der Gelder der Künstlerinnen und Künstler einfließt, dass also die Gelder der Verwertungsgesellschaften nicht nur an den Radiospielzeiten sich orientieren, sondern an allen Nutzungsarten. Auch das ein ganz wichtiger Fortschritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wichtig war uns auch, dass Karikaturen und Parodien zulässig sind und nicht einem besonderen Zweck dienen. Deswegen haben wir im parlamentarischen Verfahren diese Regelung verbessert und das entsprechend klargestellt. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie die Künstlerinnen und Künstler vor sehr große Herausforderungen stellt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihnen heute mit diesem modernen Urheberrecht eine ganz klare Zukunftsperspektive mit fairen Vergütungen bieten. Auch deswegen ist es hier ein ganz wichtiges Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass kurze Ausschnitte von Werken gesendet werden dürfen, das ist sinnvoll für die kurze Zeit, etwa 15 Sekunden oder für 160 Zeichen Textausschnitte. Aber klar ist, selbst wenn ein so kleiner Teil eines Werkes im Internet hochgeladen oder gezeigt wird, dann muss dafür natürlich bezahlt werden. Und auch das regeln wir hier ganz klar. Die Plattformen müssen Lizenzen kaufen und sie müssen für die Inhalte ihrer Nutzer dann bezahlen. Auch das eine ganz wichtige Erneuerung im Urheberrecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will nicht verheimlichen, wir hätten uns auch als SPD eine Regelung gegen das sogenannte Blacklisting vorstellen können. Wir hätten gerne geregelt gehabt, dass das im Urheberrecht schon vorhandene Verbandsklagerecht für Künstlervereinigungen ausgeweitet wird, auf dass unangemessen niedrige Vergütungen von den Vereinigungen geltend gemacht werden können und nicht für den Künstlern. Das ist leider am Koalitionspartner gescheitert, aber das wird weiter ein wichtiges Thema für die SPD-Fraktion sein.
sein. Insgesamt enthält dieses Gesetz also wirklich wichtige Verbesserungen für die Kreativen, aber auch für die Rechteinhaber und die Internetnutzer. Wir schaffen ein modernes Urheberrecht, wir sichern die Meinungsfreiheit, wir schaffen die Voraussetzungen für angemessene Vergütung für die Kreativen. Stimmen wir dem also so zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Johannes Fechner. Auf Johannes Fechner folgt Tobias Matthias Peterka. Er sitzt für die AfD-Fraktion im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Tobias Peterka. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, die Bundesregierung legt uns hier die Umsetzung der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt vor. Wir erinnern uns vielleicht, worum es hier geht, was vor 2 Jahren Zehntausende Menschen auf die Straße getrieben hat. Genau, die Einführung von technischen Uploadfiltern auf YouTube und sonstigen Plattformen. Der berüchtigte Artikel 13, später noch getarnt als Artikel 17. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Großteils dieses Gesetzes. Was hat man noch vollmundig damals versprochen? Bei der Umsetzung werden wir so verfahren, dass kein automatisches Blockierprogramm notwendig wird. Niemand hat die Absicht, einen Uploadfilter einzuführen. Klare Ansage. Schauen wir mal, ob die so eingehalten wurde. Dem Wortlaut nach war der Umsetzungsbefehl der EU klar. Entsprechend wird, ich sage jetzt mal YouTube eben, im neuen Diensteanbietergesetz der Bundesregierung für Rechtsverletzungen durch hochgeladene Videos Dritter haftbar gemacht. Peng, das ist eine Bombe für das deutsche Urheberrechtssystem. Schützen kann sich die Plattform nur durch folgende Maßnahmen. Erstens Erlangung von Nutzungsrechten, also Lizenzen, gegebenenfalls über diese diversen neuen Verwertungszusammenschlüsse. Zweitens aber eben Blockieren von Videos, wenn dies verlangt wird vom Rechteinhaber und das hinlänglich definiert ist. Und drittens nachträgliches Blocken von Inhalten, wenn es dem Rechteinhaber erst später auffällt. Und diese Variante 1, die soll YouTube jetzt bitte, bitte ganz dolle verfolgen und bitte auf diese famosen neuen Verwertungsverbünde hinwirken. Wird so nicht gesagt, aber genau das ist gemeint. Denn nur durch diese Variante 1 werden die Uploadfilter in Variante 2 und 3 im Einzelfall unnötig. Das ist also die Weisheit der Regierung. Eine Option besonders aufpolieren im Gesetz, die bereits in der EU-Richtlinie genauso drinsteht und schon damals für kaum umsetzbar erklärt wurde. Für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Aber Moment, naja, es gibt ja noch Paragraf 5 und 7. Stolz wird da verkündet, dass natürlich nicht verboten ist, was erlaubt ist. Nein, wirklich? Was soll dieser Bekenntnistext, das ist ein reiner Bekenntnistext im Gesetz? Und ja, Paragraph 5 kann man noch als Wiederholung der Schrankenregelung des Urhebergesetzes durchgehen lassen, aber Paragraph 7 Absatz 2, der sagt einfach unter dem Strich Folgendes: Den Uploadfilter bitte nicht so verwenden, dass rauskommt, dass wir unser Versprechen von 2019 gebrochen haben. Tut mir leid. Das ist einfach peinlich. So schreibt man keine Gesetze anhand der runtergetippten, merkwürdigen Checkliste. Aufgrund dieser Checkliste, auf die verwiesen wird, kann sich auch eine Plattform gar nicht freisprechen. Freie Meinung, Kritik oder Satire lässt sich nicht in einem Karree von 15 Sekunden, 160 Zeichen oder 125 Kilobyte Datenumfang quetschen. Ja, sogar der Datenumfang, der wurde da reingeschrieben. Das ist Murks. Und Sie geraten hier auch ins Gehege mit den herkömmlichen Schranken des Urheberrechts. Da sind Sie einfach drüber gefahren. Da haben Sie bekanntlich gleich auch was umgestellt. Ich behaupte zur reinen Tarnung, was hier vor sich geht. Jedenfalls sind Zitat und Satire von ihrer Natur her gerade frei atmend im Umfang und nicht starr festlegbar, egal wie viel Sie ins Gesetz reinschreiben. Unser Antrag hält da sinnvoll dagegen. Das Leistungsschutzrecht für die Presse, das ist hier auch noch ein weiterer Huckepack, den Sie dazu gepackt haben. Ein Schuss Klientelpolitik, wie man es von Ihnen kennt, hat mit Freiheit nichts zu tun, ist vielmehr genau das Gegenteil. Und das wissen Sie.
Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias Peterka. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Ansgar Heveling. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, einem Tisch, einem Stuhl, jedweder Sache, auch Geld, all diesen Dingen können wir unmittelbar einen Wert zuweisen. Sie sind für uns fassbar und wir können sie erfassen. Ein Lied, ein Bild, eine Geschichte, ein Film, sie alle haben zumeist auch einen materiellen Träger, Leinwand, Papier, was auch immer, aber ihren Wert kann man nicht daran bemessen. Ihr Wert liegt in der Idee. Platon lässt aus seiner Höhle grüßen und er lässt sich nur durch eines schützen, durch Rechte. Das ist die Grundlage des Urheberrechts und das macht das Urheberrecht so wichtig. Nur durch den Schutz des geistigen Eigentums lässt sich sicherstellen, dass mit kreativen Ideen Wertschöpfung betrieben werden kann. Dies gilt umso mehr in der digitalen Welt, in der es praktisch gar keine Verkörperung eines Werkes mehr gibt. Die Europäische Union hat mit der DSM-Richtlinie die Grundlage für den Schutz des Urheberrechts in der digitalen europäischen Welt neu geordnet. Und wir haben bis Ende Juni Zeit, diese europäische Urheberrechtsordnung in unser Recht zu übertragen. Mit dem heute zur Entscheidung anstehenden Gesetzespaket schließen wir die umfassendste Reform des Urheberrechts der letzten Jahre, ja Jahrzehnte, ab. Es geht vor allem um den Schutz und die Wirksamkeit des Urheberrechts in der digitalen Welt, im digitalen Markt. Europa hat sich zum Ziel gesetzt, Lizenzen zu fördern, das Value Gap, die digitale Wertschöpfungslücke, zu schließen und eine europäische Harmonisierung des Urheberrechts herbeizuführen. Wir vollziehen dies im deutschen Recht nach und nutzen hierbei auch die neuen Instrumente, die das europäische Recht nun zur Verfügung stellt, etwa durch Extended Collective Licensing, das dem deutschen Recht bisher eher fremd gewesen ist. Den Kern der Umsetzung der Richtlinie bildet allerdings das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz. Mit ihm sollen die Ziele der Richtlinie verwirklicht werden. Erstmalig wird damit eine Vergütungspflicht für Plattformen konstituiert, die urheberrechtlich geschützte Werke auf ihren Plattformen verbreiten. Das ist ein wesentlicher Schritt, um das Value Gap zu schließen. Gleichzeitig normiert § 4 dieses Gesetzes eine Pflicht zum Erwerb verträglicher Nutzungsrechte, sodass auch der Abschluss von Lizenzen gefördert wird. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass die neue Rechtsfigur der mutmaßlich erlaubten Nutzungen gleichzeitig eine Beschränkung des ausschließlichen Rechts des Urhebers darstellt. Mit 160 Zeichen eines Textes etwa, bei mir bei der Rede sind wir jetzt mit Leerzeichen etwa bei 2500 schon angekommen, haben wir eine maßvolle Beschränkung vorgenommen, die zudem auch der Vergütungspflicht unterliegt. Wichtig ist, dass wir dabei für Live-Formate eine Sonderregelung und eine Ausnahme getroffen haben, weil dort die Werthaltigkeit gerade darin liegt, exklusiv live berichten zu können. Alles das zeigt aber, dass es um eine angemessene Austarierung der unterschiedlichsten und vielfältigen Interessen bei der Umsetzung der Richtlinie geht. Vorteile und Beschränkungen gleichmäßig zu verteilen, war dabei das Ziel der Bundesregierung, dem wir uns als Parlament aber ebenso verpflichtet sehen. Ich bin der Überzeugung, dass mit dem Gesetz der Ausgleich gut gelungen ist. Das Ziel, dass bei uns Ideen und damit geistige Schöpfungen gewahrt, durch Rechte und ihren Schutz abgesichert und Wertschöpfung ermöglicht wird, wird sichergestellt. Wir werden uns die Auswirkungen und Entwicklungen aber natürlich auch ganz genau anschauen, denn das ist auf jeden Fall klar, da es um Rechte geht und Rechte stets durch Gesetz konstituiert werden und zugewiesen, hat der Gesetzgeber hier auch eine ganz besondere Verantwortung. Ihr kommen wir nach. Vielen Dank. Vielen Dank, Ansgar Heveling. Und nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Roman Müller-Böhm. Er sitzt im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Die FDP-Fraktion hat hier, wie bereits angekündigt, auch einen
Antrag eingereicht, in dem sie sich mit der Ausleihe von digitalen Büchern in öffentlichen Bibliotheken beschäftigt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, selten hat ein Thema, das vermeintlich einen so trockenen Titel trägt wie die Umsetzung einer EU-Richtlinie zum Urheberrecht, nicht nur Verbandsvertreter stark erregt, sondern auch weite Teile in unserer Gesellschaft. Und ich kann sagen, für die Freien Demokraten, wir verstehen diese Erregung und deswegen klar vorweg, wir werden auch dieses Gesetz ablehnen. Bei aller Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungsfraktionen, ich kann es Ihnen leider nicht ersparen. Sie haben es im Koalitionsvertrag festgeschrieben und Sie haben es auch 2019 unter anderem hier vorne an diesem Pult mehrfach öffentlich noch mal bekräftigt. Sie haben versprochen, keine Uploadfilter einzuführen. Sie werden aber heute wahrscheinlich mit Ihrer Regierungsmehrheit dieses Gesetz beschließen. Und damit haben Sie dann halt eben auch Uploadfilter eingeführt. Und tut mir leid, da haben Sie Ihr Versprechen gebrochen. Das können Sie alles versuchen zu relativieren und zu erklären. Aber Wortbruch bleibt Wortbruch. Damit, wissen Sie, damit schaden Sie aber nicht nur sich selbst. Also was Sie hier mit Ihrer politischen Glaubwürdigkeit anstellen, das bleibt ja erstmal Ihnen vorbehalten. Aber was natürlich uns alle interessiert und etwas angeht, das ist, wenn Sie den Status quo oder die bestehenden funktionierenden Systeme gar sogar noch verschlechtern. Und genau das tun Sie an einigen Stellen mit diesem Gesetz. Und ich möchte das exemplarisch an zwei Stellen herausgreifen. Sie haben es gerade auch schon erklärt. Sie haben zusätzlich eine Bagatellgrenze bzw. eine Unschuldsvermutung bei 15 Sekunden und 160 Textzeichen eingeführt. Allein diese Einführung ist im Grunde ein europäischer Alleingang. Kein anderer hat dieses Konstrukt auch so gewählt. Es ist höchst umstritten. Und diesen Alleingang in Europa lehnen wir als Freie Demokraten entschieden ab. Dazu kommen wir noch dann einmal zu einem gänzlich anderen Thema neben den Upload-Filtern, das aus meiner Sicht viel zu wenig angesprochen wird, nämlich die Pflicht zur Nutzung von Verwertungsgesellschaften. Kurzum, wer das nicht ganz genau kennt, es geht darum, dass in Zukunft halt eben Kreativschaffende ausschließlich ihre Rechte hierüber dann auch nutzen müssen. Ein Zwang, den wir nicht nachvollziehen können, da es eigentlich auch gute existierende Beispiele gibt, dass Nutzerinnen bzw. Kreativschaffende mit den Plattformen eigenständige Verträge abschließen können, um hier ihre Rechte geltend zu machen. Sie haben das sogar noch mal mit Ihrem Änderungsantrag, den Sie ja kurz vor Fristende auch noch mal diese Woche vorgelegt haben, sogar noch mal verschärft. Hier gibt es nicht nur Zweifel aus der Branche, es gibt auch erhebliche juristische Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelungen. Sie sehen also, es gibt genug Gründe, diesem Gesetz kritisch gegenüberzustehen. Deswegen werden wir ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Roman Müller-Böhm. Und Roman Müller-Böhm hat hier auch angesprochen, dass eben eine bestimmte Regelung erhalten bleibt, dass zum Beispiel 15 Minuten Film oder Ton benutzt werden können. Dagegen haben auch bestimmte Künstler schon plädiert, dass zum Beispiel Teile ihrer Musik genutzt wird für Parteiveranstaltungen. Petra Sitte spricht jetzt für die Linksfraktion. Es bewegt die Gemüter derer, die sich frei im Netz bewegen wollen und für die Upload-Filter schlicht eine Bedrohung darstellen. Diese lässt die Koalition nun im Stich, indem sie das Versprechen bricht, auf Upload-Filter zu verzichten. Das war ganz groß angekündigt. Stattdessen wurde von Entwurf zu Gesetzentwurf der Einsatz von Upload-Filtern immer weiter ausgeweitet. Jetzt werden Plattformen sogar eindeutig zulässige Inhalte wegfiltern. Und das ist nun wirklich genau das Gegenteil von Ihren Ankündigungen. Das Urheberrecht bewegt die Gemüter der Künstlerinnen und Künstler. Diese sind in der Pandemie eh schon unter großen Druck geraten und viele wurden mit ihren Problemen allein gelassen. Und nun lässt die Koalition Kreative erneut im Stich, denn sie geht die Grundprobleme, und zwar im Verhältnis zwischen Kreativen und Verwertern, nicht an. Und dabei liegen für die Stärkung des Urhebervertragsrechts längst gute Lösungen auf dem Tisch, nicht zuletzt auch von meiner Fraktion. Und schließlich bewegt das Urheberrecht die Gemüter derer, die lehren, forschen, wissen oder Kultur vermitteln wollen.
Auch diese lassen Sie im Stich, indem Sie einfach nichts aus der Pandemie lernen wollen. Gerade da war doch der Online-Zugang zu Bildung, Information und Kultur extrem wichtig, aber eben versperrt. Jeden Tag labert hier irgendjemand im Bundestag, wie bedeutsam die Digitalisierung ist. Aber Bibliotheken können bis heute kein E-Book wie ein normales Buch behandeln und verleihen. Das ist doch völlig absurd. Ja, ja, natürlich, freilich. Das ist jetzt wieder Polemik. Das habe ich Ihnen gestern schon im Ausschuss gesagt, dass das einfach unlogisch ist, was Sie dort machen, und dass die Digitalisierung der Gesellschaft auch an dieser Stelle greifen muss. Man kann es einfach nicht fassen. Lassen Sie sich also sagen, wenn man aus allen Richtungen Kritik für sein Gesetz bekommt, kann das einerseits daran liegen, dass es besonders komplex war. Okay. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass man nichts Halbes und nichts Ganzes geliefert hat. Und genau das gilt für diesen Gesetzentwurf. Es ist eben nicht gelungen, einen Ausgleich zu finden. Stattdessen haben es wirklich die Lobbyisten der Plattformen und der Verwerterindustrie geschafft, die Kreativen gegen die Nutzerinnen gegen die Kreativen oder eben auch gegen unabhängige kleine Verlage oder Bibliotheken in Stellung zu bringen. Das muss man erst mal schaffen. Genau die hätten Sie aber schützen müssen. Schließlich, Sie haben in der Zielkurve noch ein paar wenige Änderungen sich abgerungen, die allerdings an den Grundfehlern dieses Gesetzes nichts ändern. Und ich muss Ihnen da deutlich widersprechen, Herr Fechner. Ein modernes und gerechtes Urheberrecht bleibt wieder nur Zukunftsmusik. Vielen Dank, Dr. Petra Sitte. Tabea Reusner ist für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag die Sprecherin für Netzpolitik, aber auch Sprecherin für Verbraucherpolitik. Und beide Politikfelder sind ja hier in dieser Debatte gefordert. Sie spricht jetzt für ihre Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Umsetzung der EU-Urheberrechtsreform ist eine Mammutaufgabe. Sie sieht zahlreiche Änderungen in den verschiedensten Regelungsbereichen vor, und es ist höchste Zeit, dass das Urheberrecht an die Entwicklung im digitalen Raum angepasst wird. Und das muss moderner und dringend auch gerechter werden. Vor allem soll es ja die Kreativen stärken. KünstlerInnen und AutorInnen, von denen viele chronisch unterbezahlt sind, sollen angemessen beteiligt und vergütet werden. Daher ist es richtig, die Plattformen in die Verantwortung zu nehmen, die ja schließlich mit fremden Inhalten ordentlich Profit machen. Deshalb begrüßen wir viele wichtige Neuerungen, wie die Einführung der kollektiven Lizenzen zum Beispiel. Unverständlich ist aber, warum Sie beim Urhebervertragsrecht, das ja gerade für eine angemessene Vergütung sorgen soll, nur auf halber Strecke stehen geblieben sind. Die ganzen Auskunftspflichten nützen den UrheberInnen doch nichts, wenn die Ansprüche auf angemessene Vergütung nicht auch durch eine effektive Verbandsklage geltend gemacht werden kann. Wir wissen doch alle, dass sich kaum einer traut, persönlich zu klagen. Oder nehmen wir das Presseleistungsschutzrecht. Wenn es schon über die EU wieder eingeführt werden muss, sollten doch die Urheberinnen auch zur Hälfte beteiligt werden. Und auch bei der Verlegerbeteiligung sollten sie stärker profitieren. Aber kommen wir nun zum schwierigsten Teil der Reform. Die Koalition hat sich ja weit aus dem Fenster gelehnt und versprochen, dass es keine Uploadfilter geben wird. Heute kann man feststellen, Versprechen gebrochen. Nun wäre es ja Ihre Aufgabe, den Einsatz der Filter auch möglichst gering zu halten, damit eben der Schutz der Grundrechte wie Kommunikations- oder Kunstfreiheit sichergestellt ist. Leider wurden die Rechte der Nutzerinnen von Entwurf zu Entwurf weiter eingedampft. Das führt an entscheidenden Stellen zu Murks. Zum Beispiel bei den mutmaßlich erlaubten Nutzungen. Es geht um das Teilen kleinster Text-, Ton- und Videoschnipsel. Und das sollte nicht kriminalisiert werden. Denn gerade das Kommentieren mit Memes gehört inzwischen ja zur alltäglichen Kommunikation. Statt aber einer echten Schranke haben wir nun eine Vermutungsregelung, die widerlegt werden
und zu Sperrungen führen kann. Der noch im Referentenentwurf fein ausbalancierte Interessenausgleich ist in eine Schieflage gekommen. Für die Rechteinhaberinnen richten Sie einen Red Button ein, schränken aber gleichzeitig die Möglichkeit des Pre-Flaggings für die NutzerInnen wieder ein. Dabei ist gerade die Möglichkeit, Inhalte als erlaubt zu kennzeichnen, wichtig für den Schutz der Kommunikationsfreiheit und würde auch der Forderung des EuGH entsprechen, vorsorgende Maßnahmen einzurichten, damit es nicht zum Overblocking kommt. Ich bin mal gespannt, ob sich zukünftig die Beschwerden von Musikerinnen häufen, denen bei Online-Konzerten der Livestream abgedreht wird. Das haben wir nämlich in den vergangenen Monaten des Öfteren erlebt. Und das ist sicher nicht im Sinne der Künstlerinnen und Künstler. Vielen Dank, Tabea Rösner. Und auf die Sprecherin für Netzpolitik folgt der Sprecher für Digitale Agenda. Das ist Jens Zimmermann bei der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich erst mal gefreut, dass Frau Kollegin Rösner unsere gesetzgeberischen Aktivitäten so gut begleitet hat. Und ich will mich auch bei der Bundesjustizministerin, bei Christine Lamprecht, bedanken für die intensive Zusammenarbeit an diesem Gesetz. Ich kann das sagen, nach 8 Jahren habe ich kein so komplexes Gesetzgebungsvorhaben erlebt, wo wir so sehr an einem Strang gezogen haben, um so unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, Frau Ministerin, das ist uns auch gelungen. Und vor 2 Jahren, das ist angesprochen worden, sind hier auch rund um den Bundestag Zehntausende junge Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen die EU-Urheberrechtsrichtlinie demonstriert. Und sie waren dabei nicht gegen das Urheberrecht selbst. Das ist damals häufig denen auch falsch aus meiner Sicht in den Mund gelegt worden, sondern sie hatten Angst davor, dass es zu Einschränkungen des freien Internets kommen könnte, ja, dass es das Ende des freien Internets sein könnte. Und um die Antwort vorwegzunehmen, ich glaube, und das ist auch bei den Vorrednerinnen und Vorrednern klar geworden, es wird natürlich nicht das Ende des freien Internets sein, aber wir haben dafür auch an vielen Stellen hart gekämpft. Und ich kann mich an diese Zeit damals auch noch erinnern. Und es waren viele, die damals auf der Straße waren, enttäuscht, weil in Brüssel diese Urheberrechtsrichtlinie durchgegangen ist. Und sie hatten das Gefühl, ihre Demonstrationen, die haben nichts bewirkt. Und ich will heute hier ganz klar sagen, ohne diesen Druck auch von der Straße würde dieses Gesetz heute sicher ganz anders aussehen. Und deswegen möchte ich mich dafür auch recht herzlich bedanken, meine Damen und Herren. Ich will mich aber auch bedanken bei den über 1100 Bands und Künstlerinnen und Künstlern, die uns in den letzten Wochen auch geschrieben haben und auch noch mal auf ihre Sicht der Dinge hingewiesen haben. Und ich kann auch für die SPD-Fraktion sagen, dass wir das sehr, sehr ernst genommen haben. Und ich glaube, dass wir am Ende jetzt einen Dreiklang haben, dass die Vergütung der Kreativen, der Urheber und der Künstler, dass die gesichert ist. Und dass sie vor allem gegenüber diesen mächtigen Plattformen jetzt viel besser durchgesetzt werden kann. Und das ist an der Stelle ein ganz wichtiger Erfolg, meine Damen und Herren. Gleichzeitig können wir allen Nutzerinnen und Nutzern, und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, hier im Bundestag werden ständig irgendwelche Memes produziert, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir haben auch sichergestellt, dass diese Memes in Zukunft weiter genutzt werden dürfen, dass die Alltagskommunikation, die wir heute schon haben im Internet, dass die auch weiter so stattfinden kann. Und deswegen, meine Damen und Herren, das ist ein ganz komplizierter Interessensausgleich. Und in so einer Konstellation werden nie alle 100% bekommen können. Ich glaube aber, der Deutsche Bundestag wird hier ein Gesetz verabschieden, das am Ende genau das hinbekommt, einen fairen Ausgleich der Interessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Zimmermann. Jens Zimmermann, Sprecher für Digitale Agenda der SPD-Fraktion. Tankred Schipanski wurde hier in der Debatte schon häufiger angesprochen. Er ist Sprecher für Digitalpolitik der Unionsfraktion und macht sich hier schon bereit auf den Weg zum Rednerpult.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Konstantin von Notz noch da wäre, würde er jetzt hören, dass unser Digital ist es da, lieber Konstantin, das digitalpolitische Feuerwerk geht natürlich weiter. Mit dieser Urheberrechtsreform, wir denken daran, das Justizministerium brauchte 21 Monate und 4 veröffentlichte Entwürfe, um das Kabinett zu passieren, das parlamentarische Verfahren, was wir heute abschließen, lediglich 2 gute Monate. Und wir beenden es gut. Union und SPD haben sich auf weitere Verbesserungen bei dieser Urheberrechtsreform geeinigt. Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir viele gute Impulse aus der Anhörung aufgenommen haben. Die Umsetzung der europäischen Urheberrechtsrichtlinie ist ein Balanceakt, der die verschiedenen Interessen von Kreativen, von Rechteinhabern und den Nutzern ausgleicht. Und die Begleitmusik zu dieser Novelle war, wie erwartet, laut. Jens Zimmermann hat es gerade sehr bildlich und gut beschrieben. Auch hören wir in der heutigen Debatte wieder manch schrillen Ton. Und ich kann nur sagen, dem Kampfbegriff des Upload-Filters nehmen wir mit dieser Reform seine Wirkung. Wir verhindern Overblocking und bekämpfen zugleich Piraterie. Dazu hatte ich bereits in der ersten Lesung ausgeführt. Lesen Sie da gerne noch mal nach. Zudem wollen wir wissen, wie sich die automatisierten und nicht automatisierten Blockierungen in der Praxis zeigen. Dafür haben wir eine Forschungsklausel eingeführt, die für Wissenschaftler einen besseren Zugang auf diese Art von Daten von Plattformen gibt. Und ich freue mich zudem über die Entfristung der Wissenschaftsschranke, für die sich die Forschungspolitiker der Koalition stark gemacht haben. Im Gegenzug erwarte ich aber jetzt auch von der Kultusministerkonferenz einen zügigen Abschluss zu den Verhandlungen mit den Verlagen über die notwendige höhere Pauschalvergütung. Das Herzstück der Novelle, die sogenannten mutmaßlich erlaubten Nutzungen, bleiben in voller Breite erhalten und sichern die Netzkultur und führen die Memes aus dem bisherigen rechtlichen Graubereich heraus. Ein Wort zu den elenden Kommentaren in dieser Debatte. Es geht bei dieser Novelle um die Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie. Dort wird nichts von einer E-Book-Ausleihe geschrieben. Wir schauen uns das aber gerne noch einmal in der nächsten Legislatur an, ob es da notwendige Änderungen notwendig sind. Abschließend ist mir eine Klarstellung zum Anwendungsbereich des Gesetzes wichtig. Entgegen dem Referentenentwurf haben wir uns bei § 4 Urheberrechtsdiensteanbietergesetz nicht für einen qualitativen, sondern für einen quantitativen Ansatz entschieden. § 4 Absatz 2 UrDaG sagt, es muss alles lizenziert werden, was in mehr als geringfügigen Mengen veröffentlicht wird. Nun kann man sich fragen, was ist denn mehr als geringfügig, wenn auf YouTube 400 Stunden Videomaterial in einer Minute hochgeladen werden? Die Antwort lautet, wir meinen das relativ. Es muss also lizenziert werden, was dem Charakter der Plattform entspricht. Damit verhindern wir unnötige Bürokratie und stellen gleichzeitig eine filterarme Umsetzung sicher. Ich bedanke mich bei den Rechtspolitikern der Koalition und beim BMJV für die faire und gute Zusammenarbeit. Ein wichtiges und gutes Gesetzesvorhaben findet heute sein Ende. Damit passen wir das Urheberrecht den Erfordernissen der Digitalisierung an. Stimmen Sie diesem Gesetz zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Tankred Schipanski. Noch 2 Redner werden hier zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt sprechen. Und der nächste Redner hat 2 Minuten Redezeit. Martin Rabanus spricht für die SPD. Er ist Sprecher für Kultur und Medien seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein gutes Gesetz heute hier in der 2., 3. Lesung in der Beratung. Und bei all dem Ausgleich, die dieses Gesetz auch herstellt, muss klar sein und ist für die SPD-Fraktion auch immer klar gewesen, es gibt mindestens 2 Dinge, die sind nicht verhandelbar. Das ist die Meinungsfreiheit und das ist der Schutz des geistigen Eigentums, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Urheberrecht muss eine Brandmauer eben gegen den geistigen Diebstahl sein. Es muss eine Brandmauer sein gegen Ausbeutung von Künstlerinnen und Künstlern und Kreativen. Und das ist in der Tat auch gelungen in dieser größten Novelle seit Jahren. Herr Kollege Heveling hat darauf hingewiesen. Insbesondere der Paradigmenwechsel, dass nämlich Plattformen, ich sage es platt, mal etwas flapsig, sich nicht mehr mir nichts, dir nichts die Taschen vollstopfen können, sondern verantwortlich sind für das, was auf ihnen passiert und auch dafür zu sorgen haben, dass Künstlerinnen und Künstler, Kreative auch entsprechend honoriert und entlohnt werden. Das ist der große, große Schritt nach vorne in dieser
Urheberrechtsnovelle. Und dann ist auch klar, wenn etwas illegal auf diese Plattformen kommt, dann muss die Plattform auch dafür sorgen, dass es A runterkommt und B auch unten bleibt. Und auch das ist sichergestellt mit diesem Gesetzentwurf. Wir haben noch auch über Änderungsanträge der Koalition wichtige Änderungen gemacht. Für mich ist noch mal ein Punkt wichtig, den ich nennen will, nämlich das Thema Melodieschutz. Wir haben noch mal klargestellt, das ist ganz wichtig für Musikerinnen und Musiker, Komponisten, dass es hier eben eine besondere Schutzwürdigkeit gibt. Damit schaffen wir auch Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Abschließend danke ich Christine Lambrecht ganz herzlich, der Bundesjustizministerin und ihrem Team für die hervorragende Zusammenarbeit, für den gut moderierten Prozess, der immer in der Sachlichkeit blieb. Und ich freue mich, dass wir jetzt fristgerecht in dieser Wahlperiode das Gesetz beschließen können. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Martin Rabanus. Danke Ihnen. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte, Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir beenden heute eine Schieflage im Urheberrechtsschutz. Das ist mit einem Beispiel sehr gut darstellbar. Ich habe es das letzte Mal schon geschildert. Meine Tochter tanzt in einer Jugendgarde. Und wenn diese Jugendgarde mit Musik hinterlegt auftritt bei einer Prunksitzung meines Karnevalsvereins, dann muss der Karnevalsverein die Rechte dieser Musik ablösen. Und das macht er selbstverständlich, weil er ist ja der Profiteur der Veranstaltung. Er verkauft Eintrittskarten, er verkauft Essen und er verkauft Getränke. Im Netz läuft das aber anders, weil nämlich, wenn dieselbe Jugendgarde denselben Tanz auf YouTube stellt und der Rechteinhaber auf YouTube zugeht und sagt, da steht unsere Musik auf deiner Plattform, dann sagt YouTube, wir haben damit nichts zu tun, da musst du zur Jugendgarde des Karnevalsvereins gehen. Meine Damen, meine Herren, und da sage ich Ihnen, das kann doch nicht sein. Wir wollen, dass derjenige für den Urheberrechtsschutz verantwortlich ist, der davon profitiert. Und genau das garantieren wir heute. Und das muss umso mehr gelten, weil wir alle wissen, dass der Karnevalsverein ja in überschaubarer Art und Weise profitiert und wir bei den großen Plattformen tatsächlich von Milliardengewinnen reden, die durch Klicks und Werbung dort generiert werden. Die zweite Anmerkung, die ich mir erlaube, geht in Richtung Opposition. Ich will Ihnen schon sagen, dass man doch heute mal einen Strich drunter machen muss und sagen muss, die gesammelte Opposition in diesem Saal hat vor 2 Jahren massiv Stimmung gemacht mit einem Schreckgespenst, mit dem politischen Kampfbegriff der Uploadfilter. Dazu muss man mal sagen, dass das ihre Erfindung war. Schon die EU-Richtlinie selbst sieht Uploadfilter nicht als verpflichtend vor. Und auch dieser Gesetzentwurf sieht eben nicht, anders als Sie es immer wieder behaupten, Frau Kollegin Sitte, sieht eben nicht verpflichtend vor, dass Uploadfilter eingesetzt werden müssen. Nein, er geht sogar noch mal weiter. Ich wundere mich, dass Sie es offensichtlich nicht gelesen haben. Als Sorgfaltspflicht formuliert dieses Gesetz, dass der Betreiber die Verpflichtung hat, einzuschreiten, wenn ein Rechteinhaber ihn darauf hinweist. Es gibt also keine Sorgfaltspflicht, die so weit geht, den Upload bereits zu unterbinden. Und Sie verschweigen regelmäßig dann in dieser Debatte, dass diese ganzen Plattformen, vorhin ist es angeklungen, die Kollegin Rösner von den Grünen hat es gesagt, dass heute schon die großen Plattformen filtern, auf Teufel komm raus, nach Regeln, die wir alle noch nicht steuern können. Ich sage Ihnen, ich freue mich, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, vor allem deswegen, weil die gesammelte Opposition hier in den nächsten Wochen Lügen gestraft wird. All das, was Sie behauptet haben, tritt nicht ein. Das Internet wird nicht abgeschafft. Die Plattformen müssen nicht abgeschaltet werden. Sie haben eine ganze Generation von Schülerinnen und Schülern in diesem Land instrumentalisiert für ihre politischen Tendenzen in diesem Bereich. Das war schäbig. Und ich hoffe, dass Sie da die Quittung bekommen und dass auch der Öffentlichkeit so bekannt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege. Damit schließe ich die Aussprache. Wir nähern uns der Abstimmung. Zusatzpunkt 6a. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 29.894, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 27.426 und 28.171 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 29.905 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wolfgang Kubicki hat jetzt die Leitung der Debatte hier übernommen und in dem Änderungsantrag fordert die AfD-Fraktion eben, dass es nicht solche Vorabprüfungen gibt, weil es ihrer Meinung nach eben gegen das Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit fällt. Die Abgeordneten haben allerdings dagegen gestimmt. Oh, Entschuldigung. Frau Brandner, wie konnte mir das passieren? Mein Gott. Dann ist dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von AfD, FDP und Die Linke angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Ein wunderbares Bild. Herzlichen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Schlussabstimmung mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD, der FDP und der Fraktion Die Linke angenommen. Wir kommen zur Abstimmung also über die Entschließungsanträge. Hier gab es insgesamt dann eine Zustimmung zum Gesetzentwurf. Jetzt gibt es allerdings noch zwei Entschließungsanträge. Die Grünen-Fraktion und die Linksfraktion haben jeweils einen eingereicht. Die Grünen-Fraktion fordern unter anderem, wie hier auch schon von anderen Fraktionen angesprochen wurde, dass es eine gesetzliche Grundlage für die Ausleihe von E-Books geben soll, zum Beispiel in Stadtbüchereien. Die Linksfraktion möchte unter anderem, dass es europaweit Direktvergütung für Online-Nutzungen gibt, beziehungsweise dass diese ausgeweitet werden. Und diese beiden Entschließungsanträge wurden hier aber auch abgelehnt. Es gibt nun noch Anträge von den Oppositionsparteien. Jetzt wird hier über einen Antrag der FDP abgestimmt. Auch da geht es um die elektronische Ausleihe in öffentlichen Bibliotheken. Die FDP-Fraktion möchte eine flexible und sachgerechte Lösung bei der Verleihe von E-Books durch öffentliche Bibliotheken haben. Der Ausschuss hat allerdings dafür votiert, diesen abzulehnen, und so haben sich dann auch hier die Abgeordneten angeschlossen. Der nächste Antrag ist von der Linksfraktion, über den jetzt hier abgestimmt wird, mit dem Titel Rechtssicherheit für Forschung und Lehre, Bildungs- und Wissenschaftsschranken im Urheberrecht entfristen. Und dieser Titel sagt auch letztendlich das aus, was die Linksfraktion fordert. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Und wir kommen zur letzten Abstimmung in dieser Debatte. Auch hier geht es um die Verleihbarkeit digitaler Medien, die auch unkörperliche Gegenstände genannt wird, eben zum Beispiel E-Books. Und angenommen hieß, man folgt der Beschlussempfehlung des Ausschusses. Das heißt, auch dieser Antrag wurde abgelehnt.